Eine Klimaanlage im Auto verbessert nicht nur den Komfort, sondern sie erhöht auch die Sicherheit. Wenn sie im Auto nämlich 30 Grad und mehr ist, steigt der Puls des Autofahrers und sein Gehirn kriegt weniger Sauerstoff. Das schmälert die Gehirnleistung, wie wenn er 0,5 Promille Alkohol im Blut hätte. Heute haben die meisten Autos eine Klimaanlage serienmäßig an Bord. Das System ist in den meisten Fällen wartungsfrei, sollte aber regelmäßig kontrolliert werden. Es empfiehlt sich, die Klimaanlage jährlich zu kontrollieren. So eine Kontrolle kann man relativ schnell durchführen. Es gibt gewisse Punkte, die man da anschaut. Ohrenfilter kontrollieren, den Flüssigkeitsstand kontrollieren vom Kältemittel. Alles diese Sachen gehen relativ schnell und macht Sinn, wenn man das macht. Ein solcher Check kostet zwar zwischen 50 und 80 Franken. Doch das lohnt sich, denn mit der Zeit verliert jede Klimaanlage mehr oder weniger Kältemittel. Wenn man zu lange rumfährt mit einem zu wenig genauen Flüssigkeitsstand oder mit zu wenig Kältemittel, dann kann es da Folgeschäden geben, sprich der Kompressor kann blockieren. Und das sind halt immer Reparaturen, die dann Tausende von Franken kosten. Klimaanlagen in Autos sind sehr komplexe Systeme. Aus diesem Grund ist neben der regelmäßigen Kontrolle wichtig, dass man die Anlage bei fehlender Kühlleistung ausschaltet und eine Garage aufsucht. Die genaue Beschreibung des Mangels verhindert eine aufwendige Fehlersuche. Um einen Fehler genau zu diagnostizieren, langt einem der Servicecomputer nicht, weil man kann nicht das ganze System anschauen mit dem. Und dann brauchen wir genau die Aussage vom Kunden, was nach seinem Dunkeln nicht mehr richtig funktioniert. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass das System, aufgefüllt mit dem teuren Kältemittel, trotzdem nicht richtig funktioniert. Häufig liegt die Ursache der Leistungsabnahme an einem verschmutzten Verdampfer, wie hier, und nicht am Kühlsystem. Übrigens, der Verzicht auf eine Klimaanlage oder das Abschalten aus ökologischer Sicht macht höchstens im Stadtverkehr Sinn. Bei Tempo 80 ist der Treibstoffverbrauch mit geöffnetem Seitenfenster höher als mit angestellter Klimaanlage.